Liebe Tierfreunde, ich begrüße Sie hier live aus dem Altschauerberger Sodomisten Nationalpark und hinter mir befindet sich einer der letzten Tümpel, eines der letzten Rückzugsgebiete für Tierliebhaber aus aller Welt und hier befindet sich auch das letzte Exemplar dieses einzigartigen Wassertieres, das ich Ihnen heute vorstellen möchte. Es handelt sich um ein sehr behaartes, sehr kolossales und großes Tier. Es handelt sich um den Rainer Winkler. Und hier können wir den Rainer Winkler in seiner natürlichen Umgebung begutachten. Man muss dazu sagen, dieses majestätische Geschöpf bringt stattliche 250 Kilo auf die Waage und erreicht eine Körpergröße im ausgewachsenen Zustand von 1,96 Meter. Deswegen hält sich das Reitertier vorwiegend im Wasser aus, um seine Gelenke zu schonen. Man muss dazu sagen, uns ist es als erstes Filmteam gelungen, diese Aufnahme zu machen, da das Reitertier über ein sehr ausgeprägtes Revierverhalten, was durchaus auch als aggressiv zu bezeichnen ist, verfügt. Sobald man sich dem Revier des Reitertiers nähert, reagiert es sofort mit Grunzlauten und schmeißt mit Gegenständen. In seltenen Fällen kann es auch zu Handgreiflichkeiten kommen. Deswegen ist immer empfohlen, etwas Abstand zu wahren. Zu den Hauptnahrungsmitteln dieses possierlichen Geschöpfes gehören unter anderem Ofenkäse, Brezel und diverse Konserven. Zudem lernt diese Gattung Tier schon im frühen Kindesalter das Kochen, damit es auch im späteren Lebensverlauf seines doch recht kurzen Lebens für sich selbst sorgen kann. Die durchschnittliche Lebenserwartung eines Reitertieres beträgt in der Regel ca. 31 Jahre, was in Menschenjahren ungefähr 30 Jahren entspricht. Das Reitertier verfügt zudem auch über einen extrem ausgeprägten, wenn nicht sogar als pervers zu bezeichnenden Sexualtrieb, der ihn zwingt, sich ständig zu paaren. Aufgrund seines massiven Körperumfangs und seines extrem kleinen Geschlechtsorgans ist es dem Reitertier nicht möglich, sich zu paaren. Deswegen sehen wir hier das letzte noch lebende Exemplar des Reitertieres und wir sind stolz, diese tollen Aufnahmen dieses possierlichen Geschöpfes noch einfangen zu können. Des Weiteren sei gesagt, das Reitertier verfügt auch über eine sehr extreme Körperbehaarung, was dem Reitertier hilft, selbst im Winter und ohne Fenster in seinem Haus zu überleben. Somit danke ich Ihnen fürs Zusehen und mir bleibt nur noch eins zu sagen, der pflichtbewusste Sodomist, niemals das Kondom vergisst, ob Fifi, Waldi oder Rex, alle lieben Safer Sex. Vielen Dank